Nicht, sondern man sieht jetzt quasi das. Okay. Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Trieflinger, Doktorand am HAZ. Und was wir hier quasi vor uns sehen, ist der Studierendenraum. Ist eine Aufenthaltsmöglichkeit, wo Studierende sich in abseits von Corona treffen können, über Projektthemen diskutieren können, Lerngruppen bilden können und was man als Student sonst noch so tut. Wir haben Fernseher da kann man auch mal quasi samstags, wenn der Hausmeister reinlässt, um 15:30 Uhr Bundesliga schauen. Auch das wäre denkbar. Er muss ja nicht immer nur ums Lernen gehen. Genau, so viel zu dem Raum hier. Vielleicht noch ein bisschen drehen, dass man es mal so ein bisschen sieht. Genau, Christian, da brauche ich deine Hilfe. Wir sehen hier Server. Bloß weißt du oder Sebastian wahrscheinlich besser, was damit gemacht wurde oder noch gemacht wird. Da würde ich an Sebastian abgeben. Der hat es aufgebaut. Ja, richtig. Ja, das war so eine Idee, wie wir uns an der Impfstoffentwicklung beteiligen konnten zu Beginn der Corona-Krise. Und zwar, was Sie hier sehen, ist unser Folding at Home bzw. Folding at HZ Cluster. Das heißt, inzwischen ist leider nicht mehr in Betrieb. Wir haben es dann irgendwann wieder abgeschalten. Aber zu Beginn der Pandemie, als das ganze Thema aufkam, dass man jetzt zügig einen Impfstoff entwickeln sollte und dass man sich aber auch hier beteiligen kann an diesem Entwicklungsprozess, haben wir hier ungenutzte Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Also sprich, da stehen momentan 25 Rechner oder 20 Rechner müssen es sein. Es waren noch mehrere Server beteiligt, die sich hier über ein Netzwerk eben an dieser Impfstoffentwicklung mit beteiligt haben. Und das ist ein kompletter Verbund und es zählt momentan auch zu dem wahrscheinlich leistungsstärksten Cluster, das weltweit existiert. Und hier haben wir eben unseren Beitrag dazu geleistet. Letztendlich werden hier Proteinfaltungen auf diesen Systemen berechnet und wir waren mit diesen 25 Rechnern immerhin von 250.000 Teilnehmern, die sich da an diesem System beteiligt haben, auch unter den Top 5.000. Das lief ganze, ich vermute, 3 bis 4 Monate, dann haben wir es irgendwann abgeschaltet. Ich meine, inzwischen ist der Impfstoff bekannt, das heißt, klar, die Forschung geht an der Stelle weiter, aber ja, mit dieser Installation haben wir hier unseren Beitrag letztendlich geleistet. Okay, vielen Dank dafür. So, genau. Dann übernehme ich und wir laufen jetzt eigentlich direkt hoch zum Smart Home Bereich. Schon quasi einfach aus dem Studentenbereich raus, ein Stockwerk nach oben, einmal um die Kurve und dann sind wir eigentlich auch schon da. Was ist denn das eigentlich für ein schönes Bild hier, das hier hängt? So. Da sagst auch du was, genau, glaube ich. Das ist mein So, wir befinden uns jetzt im Bosch Smart-Kaufland Lab. Aufgeteilt in 2 Bereiche. Einmal unsere sogenannte Homezone. Wird einer von euch mal das Licht kurz anmachen? Genau, hier unsere sogenannte Homezone. Und wir haben natürlich original Bosch-Produkte. Sieht man dann hier. Und mit diesen Sachen tun wir auch ständig arbeiten. Heißt, wir hatten mal ein Jahresprojekt, was Sie gesagt haben, wir implementieren die Bosch-Lösung, wir erweitern die Bosch-Lösung, wir überlegen uns zukünftige Use Cases, da läuft eigentlich ständig was. Auch in Zusammenarbeit mit Bosch Smart Home, die sind da ständig im Austausch, wie können wir die Produkte verbessern, wie können wir die Zielgruppen ansprechen. So. Dann geht es eigentlich auch schon direkt weiter, hier zum Retail-Bereich, zum Kaufland-Bereich. Genau, richtig. Ich setze mal die Maske ab. Mhm. Ja, wir machen hier aktiv Forschung für den Retail-Bereich, konkret für den Lebensmittel- bzw. Discounter-Bereich. Ganz klassisch hier die Schwarz-IT vertreten mit Kaufland und Lidl. Und wir werden seit 2018 werden hier regelmäßig Jahresprojekte, Hackathons durchgeführt, die eben diesen Bereich Retail adressieren. Man sieht jetzt hier ein Projekt noch aus dem Jahr 2018. Da ging es darum, mit Kameras die Regale zu überwachen, beziehungsweise eine Out-of-Stock-Situation zu erkennen. Also sprich,
Das, was momentan klassisch manuell durchgeführt wird, der Mitarbeiter geht durch die Regale durch, schaut nach, ob die Produkte aufgefüllt werden müssen, findet hier automatisch statt, indem man mit Kamerasystemen und Deep Learning reingeht und versucht, die Produkte zu erkennen. Man checkt, ob die Produkte richtig platziert sind, ob die Preislabels stimmen und ob eben Bedarf besteht, die Produkte aufzufüllen. Was wir hier noch dazu gebaut haben, ist eine nette Visualisierung, sprich diese Regale mit LED-Lichtleisten versehen, bei der man jede LED einzeln adressieren kann. Und darüber wird dem Mitarbeiter dann gezeigt, wie der aktuelle Füllstand von dem Regal ist. Momentan leider nur eine Momentaufnahme. Die Kameras wurden wieder demontiert. Ich warte eigentlich drauf auf interessierte Studenten, die an dem Projekt gerne weiterarbeiten möchten. So, vielen Dank. Ich laufe noch einmal kurz hintenrum durch. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt zum nächsten Labor weiter. Also hier sieht man auch noch dann das Kassensystem. Und eine Waage, dass es original wie im Kaufland ist. So, dann geht es auch schon weiter. So, jetzt sind wir hier im Design Thinking Labor. Hier könnte der Herr Gavides jetzt etwas dazu sagen. Ja, genau. Konstantin ist auch okay. Hi. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand hier am HAZ und bin am Zentrum Digitalisierung tätig, falls ihr da schon mal was von gehört habt. Da sieht man uns gerade auf dem Value Proposition Canvas, ist unser Logo oben rechts. Und was wir hier in dem Lab machen, ist, wir begleiten kleine und mittelständische Unternehmen dabei, um digitale Services oder sogar digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und der Kollege hat gerade eben auch schon gesagt, das machen wir anhand vom Design Thinking und nutzen auch die Tools vom Alexander Osterwalder. Ja, jetzt wo ihr gerade reinlauft, ist so ein kleiner Kennenlernbereich, wo man ein bisschen entspannt sich unterhalten kann. Die Wand, die eine weiße Wand hier ist auch beschreibbar, also die kann man als Whiteboard benutzen, da ist so eine bestimmte Farbe drauf. Nur halt Permanentmarker, ne, ist schon ein Tag mal passiert. Ist ein bisschen anstrengender, das wieder zu reinigen. Aber mit allen Whiteboard-Markern kann man da auch an die Wand malen. Genau. Und hier kommt quasi so der Kickoff von verschiedenen Projekten, die wir begleiten oder schon begleitet haben, wo wir in dem Workshop neue Geschäftsmodelle entwickeln, beziehungsweise neue Services entwickeln. Ich stelle euch mal einen Link in den Chat rein. Da sieht man mal eine kleine Übersicht über die Projekte. Ganz konkret haben wir zum Beispiel dieses Holzwerkprojekt, wo wir einen KI-basierten Service entwickelt haben, ist hier in dem Raum im Prinzip entstanden. Das ist ein Holzwerk aus Ehningen, die kaufen Baumstämme und sägen Dielen daraus und verkaufen die dann zum großen Teil ins Ausland. Und was die natürlich auch machen, ist die Qualität des Ganzen bestimmen. Und wir haben hier im Labor dann dem Holzwerk geholfen, dann einen Service drauf aufzubauen. Es werden die Dielen automatisch im Produktionsprozess fotografiert und mittlerweile auch mittels einer künstlichen Intelligenz werden die Qualitäten eingestuft. Das haben auch Studenten gemacht. Ein Teil Studierende am HAZ und einen anderen Teil Studierende im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik in Reutlingen. Genau. Und das sind im Prinzip so Dinge, die wir hier im Raum konzeptionell aufbauen. Ja, das denke ich, war es erstmal hierzu. Alles klar, vielen Dank. Dann kommen wir hier noch in dem gleichen Labor in einen anderen Raum, wo noch ein 3D-Drucker steht, wo noch ein bisschen was dazu erzählt wird. Ja, eine ganz wichtige Station. Wir machen hier insbesondere für das Smart Lab und für den Bereich IoT mehr oder weniger Produktentwicklung in alle Bereiche. Und dazu gehört auch, dass wir nicht nur, ich sag mal, die Software dafür schreiben, sondern auch die Hardware weitgehend, sprich aus elektronischen Bauteilen zusammenlöten und das Ganze dann auch schön in ein Gehäuse verpacken. Das heißt, für unsere ganzen Prototypen, die wir bauen, sind wir hier eigentlich bestens ausgestattet, beispielsweise mit so einem 3D-Drucker. Und ihr werdet sicherlich am HAZ mal die eine oder andere Installation vorfinden, wo dann letztendlich die Teile hier direkt aus diesem 3D-Drucker kommen und verwendet werden. Alles klar, vielen Dank. Dann geht es jetzt auch schon direkt weiter zur nächsten Station. Das ist die Mobillehre.
Das KI-Lab ist am Ende des Ganges. Ein kleiner Fußmarsch. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Gerald Stey. Ich bin Doktorand hier am Hermann-Hollerith-Zentrum. Willkommen im KI-Lab. Wir sind gestartet im Dezember letzten Jahres. Das heißt momentan ganz frisch, 2 Monate alt jetzt. Und ich freue mich, dass Sie da sind, dass ich Ihnen hier so eine kleine Rundtour geben kann. Zunächst mal ein paar Worte über das KI-Lab. Wir sind gefördert vom Ministerium für Wirtschafts-, Arbeits- und Wohnungsbau in Baden-Württemberg. Und letztlich besteht das KI-Lab aus einer Kooperation von 4 Partnern. Das ist einmal das Zentrum für Digitalisierung in Böblingen, das ZDBB, dann natürlich das Hermann-Hollerith-Zentrum, das Landratsamt Böblingen ist dabei und letztlich noch das Softwarezentrum Böblingen-Sindelfingen. Zudem haben wir zahlreiche Unterstützer hier aus der Region, Unternehmen, die uns da einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was wollen wir eigentlich erreichen mit dem KI-Lab? Zunächst mal möchten wir in den Dialog gehen mit verschiedenen Unternehmen. Und wir sind typischerweise an kleinen und mittelständischen Unternehmen interessiert. Wir denken, dass Großunternehmen in der Regel genug eigene Ressourcen haben, um das Thema KI anzugehen. Und wir möchten das Ganze für KMUs spannend machen, ein bisschen angreifbar machen. Und wir möchten auch Startups ansprechen. Was machen wir hier konkret in dem Lab? Wir machen eine Tour, wie ich sie jetzt gerade mit Ihnen mache. Kleiner Rundgang hier. Wir zeigen den interessierten Unternehmen, was wir hier machen, wie man KI im Mittelstand einsetzen kann und was die Potenziale sind. Ne? Das ist der nächste Punkt, Potenzialanalyse. Wir wollen herausfinden, was für Use Cases sind denn eigentlich spannend für Unternehmen, beziehungsweise wie kann KI Unternehmen unterstützen, die eben aus dem mittelständischen oder kleinen Unternehmerbereich kommen und welche Dinge kann man denn automatisieren mit KI. Wir möchten letztlich auch Pilotprojekte begleiten. Wir möchten Ihnen das Know-how geben, was wir hier an der Hochschule aus der Forschung haben. Und wir möchten das Ganze transportieren in die Praxis. Was bieten wir an? Beispielsweise KI-Trainings und Workshops. Wir möchten die Leute einfach fit machen für das Thema KI. Zunächst mal heranführen, was ist denn das Ganze? Und dann eben auch Schlüsselkompetenzen dazu weitergeben. Was für Veranstaltungen haben wir? Das können Sie hier sehen. Wir haben beispielsweise am 2.3. ein Online-Training. Diese Online-Trainings, die sind alle kostenfrei. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie einfach mitmachen. Am 2.3. geht es darum, was ist denn eigentlich Explainable AI? Ja, wie kann man nachvollziehen, was so eine KI denn macht? Wir wollen nicht, dass das eine Blackbox ist, ein Computer, der irgendwas rechnet und uns dann etwas ausgibt, sondern wir möchten nachvollziehen, was das Ganze denn kann. Ja? Wir haben beispielsweise noch ein Training für Quantencomputing, das wäre am 17.3. Wir haben ein Training zum Thema KI Roadmap am 26.3. Und wenn Sie sagen, Sie brennen jetzt für das Thema KI und insbesondere für Chatbots, dann können Sie morgen an einem Training teilnehmen. Die IBM hat sich nämlich bereit erklärt, ein Training anzubieten zum Thema Chatbots, wie man das mit den IBM-Tools günstig und effizient auf die eigene Seite bekommt. Hier sehen Sie unsere Kontaktdaten. Wenn Sie Interesse haben, die Homepage, über die wir das Ganze kommunizieren, ist ki-lab-region-stuttgart.de. Und dort finden Sie alle Infos. Dort können Sie sich auch anmelden, wenn Sie Interesse haben. Zu unserem kleinen Rundgang. Ich zeige Ihnen ein bisschen, wie das KI-Lab aufgebaut ist. Wir haben quasi den Raum hier geviertelt, wenn Sie so möchten. Wir stehen jetzt im Moment in der Arbeitsecke. Ich sehe, ob Sie das alles draufkriegen. Hier sind so ein paar Tische verteilt. Hier sind einige Arbeitsplätze. Und hier möchten wir Ihnen zeigen, wie so ein bisschen der Arbeitsplatz der Zukunft ausschaut. Wie schaut beispielsweise das Homeoffice der Zukunft aus? Wie kann KI hier unterstützen, indem es beispielsweise Recommendations gibt? Also irgendwelche Empfehlungen basierend auf meinem Verhalten. Das ist so das Viertel, vielleicht auch so ein bisschen das Herzstück des KI-Labs. Das hier ist jetzt so das zweite Viertel. Das ist vielleicht der Teil, der jetzt auch noch nicht so ganz aufgebaut ist. Das Ganze schaut noch so ein bisschen Startup-mäßig aus. Hier wird es eine Videowand geben. Wir möchten hier eine Kamera installieren, wo wir quasi hier filmen können und dann auch ein Stück weit die Lehre
die wir hier am Hermann-Hollerith-Zentrum halten, dann auch digitalisieren und anderen zugänglich machen. Dann kommen Sie hier in den dritten Teil. Das hier ist so ein bisschen die Chill-Ecke. Hier wird es etwas legerer. Hier soll man auch auf den Couches sich bequem machen. Das ist vielleicht was so für Brainstorming-Sessions oder Ähnliches. Wir können hier auch Workshops abhalten. Und die Idee ist, dass beispielsweise KI uns hilft, Ideen, die wir hier haben, selber aufzubereiten und dann automatisiert auf die Rechner, die wir im Arbeitsbereich haben, draufspielt. Das heißt, dieses informelle Verhalten, was wir hier haben, das soll eigentlich getrackt werden und weiterverarbeitet werden. Die Idee ist, dass die KI das dann größtenteils autonom macht. Der vierte Teil, das ist eigentlich der erste Teil, den man sieht, wenn man in das KI-Lab reinkommt. Das ist so ein bisschen der Empfangsbereich hier. Da haben wir einige Screens und hier können wir verschiedene Use Cases zum Thema künstliche Intelligenz zeigen. Ich habe Ihnen hier mal exemplarisch einen aufgebaut. Wir haben hier eben mehrere Screens, um typische ja, vielleicht Schritte oder Phasen von KI-Projekten irgendwie anschaulich zu machen. Zunächst mal ist hier der Use Case beispielsweise eine Umsatzprognose bei einem mittelständischen Unternehmen. Das ist ein bisschen die Frage, was wollen wir denn damit eigentlich erreichen? Zunächst mal müssen wir den geschäftlichen Kontext hier verstehen, wissen, was möchte eigentlich das Unternehmen damit. Dazu werden wir hier eben Workshops machen, um das rauszufinden. Als nächstes, das ist so ein bisschen der Flaschenhals beim Thema KI, ist die Frage, welche Daten habe ich denn eigentlich als mittelständisches Unternehmen? Da sind typischerweise schon Daten vorhanden. Meistens sind sie aber eher nicht in dem Format, was ich brauche, um die dann irgendwie maschinell auslesen zu können. Und deswegen schauen wir hier mal, was für Daten benötigen wir eigentlich, wie können wir diese Daten vorbereiten. Und letztlich soll es dann darum gehen, ein Modell zu bauen, wo ich dann eben verschiedene Größen voraussagen kann, basierend auf irgendwelchen Patterns, die ich in den Daten gefunden habe. Ja, das wäre jetzt hier so die Modellierung davon. Wenn ich beispielsweise Daten habe, wie Wochentag, welche Promotion habe ich gemacht, wie ist der Wettbewerb, haben wir Ferienzeiten oder nicht, dann kann ich für einzelne Filialen ganz gut den Umsatz oder die Anzahl der Kunden prognostizieren, basierend eben auf Vergangenheitsdaten. Und letztlich kann ich dann, um meine ganze Operation möglichst effizient aufzustellen, um zu gucken, welche Waren muss ich bestellen, welches Personal brauche ich und welches Marketing muss ich da machen. Das Ganze ist dann so die Frage, wie kann KI oder in dem Fall Machine Learning Tools eben helfen, möglichst effizient die Unternehmensabläufe zu schaffen. Das in aller Kürze ein Rundgang durchs KI-Lab. Würde mich freuen, wenn Sie mal hier vor Ort auch vorbeikommen. Die Homepage nochmal ki-lab-region-stuttgart.de. Dort finden Sie alles. Dort finden Sie auch meine Kontaktdaten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Ideen, was man hier noch machen könnte. Wir sind immer auf der Suche nach Use Cases. Wir haben bereits um die 50 Use Cases hier gesammelt. Da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Das heißt, kommen Sie einfach vorbei, schreiben Sie uns und bringen Sie sich gerne ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stey. Das wäre die letzte Station in unserem Rundgang. Hat jemand noch Fragen? Herr Decker, haben Sie was hinzuzufügen, allgemein zu den einzelnen Stationen? Oder auch wenn es von den Kommilitonen natürlich Fragen gibt, kann man nochmal darauf eingehen, auf die einzelnen Stationen und da auch mal noch weitere Informationen dazu erhalten. Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen was Allgemeines sagen zu allen Labors. Es ist so, dass alle Labors Arbeitsräume sind. Das heißt also, wir wollen diese Labors auch in den Veranstaltungen, die wir im Studiengang Digital Business Engineering anbieten, auch zur Verfügung stellen, sodass sie da also auch über solche Sachen oder in solchen Labors unmittelbar mit der Technologie arbeiten können. Und dann kann ich vielleicht dazu sagen, dass zum Beispiel letztens hatten wir auch unter Corona-Bedingungen einen IoT-Hackathon laufen. Und da haben wir dann die verschiedenen Teams natürlich in den verschiedenen Räumen des HHZs aufgeteilt. Und ein Team saß zum Beispiel unten in dem Gruppenarbeitsraum, da wo wir gestartet sind, hat dort die großen Displays verwendet und hat letzten Endes dann dort an diesen Displays natürlich unter den entsprechenden Abstandsbedingungen gearbeitet. Ein anderes Team hat eben gerade in dem KI-Lab gearbeitet. Die haben also an diesen
Tischen gearbeitet, die der Herr Stey da ganz am Anfang vorgestellt haben. Und ein anderes Team hat im Smart Lab gearbeitet. Und es ist eigentlich immer eine schöne Geschichte, weil, wie Sie ja vielleicht gesehen haben, ne, da gibt es im Smart Lab gibt's, eine Couch-Ecke und im Gruppenarbeitsraum gibt es eine Couch-Ecke, im KI-Lab gibt es eine Couch mit einem riesigen Screen. Und da wurden dann auch die Präsentationen durchgeführt. Und insofern ist es also eine schöne Umgebung für vielfältige Tätigkeiten. Und der Herr Stey hat es schon erwähnt und das möchte ich auch nochmal betonen. Wir führen verschiedene Arbeiten durch, also auch Abschlussarbeiten und Fragestellungen in Abschlussarbeiten, die im Zusammenhang mit diesen Laboren stehen. Falls Sie also Interesse haben an Abschlussarbeiten, dann kommen Sie einfach auf die Professoren zu oder auf die Mitarbeiter, die Sie jetzt auch so ein bisschen kennengelernt haben, und fragen Sie die unmittelbar an nach Themen. Und das ist eigentlich immer eine gute Idee, um auch die eigentlichen Ausstattungen dieser Labs und die Funktionen und die Use Cases, von denen gesprochen wurde, auch weiter voranzutreiben. Und demzufolge hier nochmal mein Aufruf an alle, also auch wenn jetzt die Corona-Bedingungen Vorlesungen nicht unmittelbar jederzeit zulassen, so sind doch im kleinen Rahmen solche Arbeiten im Rahmen von kleinen Projektgruppen oder im Rahmen von Thesen, solchen Fragestellungen in diesen Laboren möglich. Und das ist auch etwas, was wir Ihnen anbieten wollen. Okay, das also noch zu meinen Ausführungen dazu.